Also nochmal einen schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Hensel von Hamburg für Israel. Ich begrüße Sie herzlich zu dem heutigen Vortrag von Alex Feuerherd. Ein politischer Tsunami zur bevorstehenden Staatsausrufung des Staates Palästinas und die Auswirkungen auf den Nahen Osten. Bevor ich das Wort an Alex Feuerherd übergebe, möchte ich noch ganz kurz etwas sagen zum Rahmen der Veranstaltung. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat freundlicherweise dazu eingeladen, zu dieser Veranstaltung. Auch die Gäste der Konrad-Adenauer-Stiftung möchte ich herzlich begrüßen. Hamburg für Israel, das sind die Hauptveranstalter dieses Abends, sind ein Netzwerk von vorwiegend jungen Menschen, die dafür eintreten, einen politisch differenzierten Blick auf den Nahen Osten zu präsentieren. Und wir sind dort präsent, wo Israel angegriffen wird, wo Israel delegitimiert wird oder wo doppelte Standards angesetzt werden. Neben diesen ganzen politischen Veranstaltungen oder explizit politischen Veranstaltungen gehen wir in Jugendzentren, in Schulklassen. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie einen von den Personen an, die Sie hier sehen, die die Karten verkaufen oder den Eintritt gemacht haben oder auch mich. Und laden Sie uns ein in Ihre Kirchengemeinde, Jugendzentrum, was auch immer Ihnen einfällt, um mit einem von uns zu diskutieren. Zu Alex Feuerherd. Alex Feuerherd ist ein Publizist, lebt in Köln, schreibt für zahlreiche Magazine und auch Tageszeitungen und hat gerade vorgestern mit uns einen sehr schönen und sehr interessanten Vortrag veranstaltet mit der SPD Eimsbüttel und dem ETV, dem lokalen großen Sportverein, für den ich kennt, zum Thema Antisemitismus im Sport. Das war ein Novum, weil bisher, meines Wissens, hat so eine Veranstaltung in Hamburg nicht stattgefunden und sie hat großen Anklang gefunden und Gäste angezogen aus dem Umfeld des St. Pauli Fußballverbandes oder auch vom ETV selber, der SPD und allgemein Sportinteressierten. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, wie detailreich und kenntnisreich Alex Feuerherd über den gesamten Kontinent hinweg auf der ganzen Welt Fälle dokumentiert hat, die Antisemitismus im Sport belegen, aber auch positiv Beispiele gezeigt hat, wo sozusagen effektiv gegen Antisemitismus gearbeitet werden kann. Und auf einen ähnlichen spannenden Abend freue ich mich heute Abend und übergebe gerne das Wort an Alex Feuerherd. Ja, das glaube ich jetzt. Guten Abend zusammen. Erstmal vielen Dank für die freundliche Vorrede, für die Vorschusslorbeeren und für die Einladung. Ich hoffe, dass es heute Abend auch einigermaßen kenntnisreich zugeht. Das überlasse ich natürlich Ihnen, dieses Urteil. Dass das Thema aktueller nicht sein könnte, wissen Sie, sonst wären viele wahrscheinlich gar nicht hier. Deswegen, es geht um das Thema palästinensische Staatsgründung. Und ich möchte beginnen mit einem Beitrag, den die amerikanische Tageszeitung New York Times Mitte Mai veröffentlicht hat, unter der Überschrift »Der längst überfällige palästinensische Staat«. Veröffentlicht wurde ein Gastbeitrag, der mit den folgenden, wie ich meine, recht pathetischen Worten anhob. Ich darf zitieren. Vor 63 Jahren wurde ein 13-jähriger palästinensischer Junge gezwungen, sein Zuhause in der galiläischen Stadt Safed zu verlassen und mit seiner Familie nach Syrien zu fliehen. Dort fand er wie alle ankommenden Flüchtlinge Schutz in einem Zelt. Obwohl der Junge und seine Familie sich jahrzehntelang nichts sehnlicher wünschten, als in ihre Heimat zurückzukehren, wurde ihnen dieses grundlegendste aller Menschenrechte verweigert. Die Geschichte dieses Kindes, die Geschichte so vieler Palästinenser ist, ist meine. Sie sei, so heißt es in dem Beitrag weiter, letztlich eine Folge der Entscheidung der UN-Generalversammlung vom November 1947 gewesen, Zitat nochmals, unser Heimatland in zwei Staaten zu teilen, denn kurz darauf vertrieben die zionistischen Truppen die palästinensischen Araber, um eine jüdische Mehrheit im künftigen Staat Israel herzustellen, woraufhin die arabischen Armeen intervenierten. Doch nun gäbe es für das palästinensische Volk einen Anlass zur Hoffnung, denn im September werde bei den Vereinten Nationen die internationale Anerkennung des Staates Palästina beantragt werden. Der Autor dieser Zeilen war kein geringerer als Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, kurz PA. Und sein Beitrag machte nicht nur seine Prioritäten und Ziele noch einmal deutlich, sondern auch das damit verbundene Geschichtsbild, in dem die Palästinenser ausschließlich als Opfer bösartiger Mächte vorkommen. Das gesamte israelische Staatsgründungsprojekt wird demnach als Unterfangen betrachtet, das von vornherein, a priori,
auf die Vertreibung der palästinensischen Araber von ihrer Scholle gezielt und die arabischen Armeen gewissermaßen zur Notwehr gezwungen habe. Kein Wort verlor Abbas zu den antisemitischen Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung Palästinas in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Kein Wort zur Kollaboration des Großmuftis von Jerusalem mit den Nationalsozialisten. Kein Wort zu den Aktivitäten arabischer Terrorgruppen. Kein Wort zu den hunderttausenden Juden, die aus arabischen Staaten vertrieben wurden, ohne jemals ein Recht auf Rückkehr einzufordern. Kein Wort zu den arabischen Bruderstaaten, die die Palästinenser stets nur als Manövriermasse in ihrem Krieg gegen Israel betrachteten und ihnen die Integration sowie zahllose Bürgerrechte verweigerten und vorenthielten. Und erst recht kein Wort verlor er dazu, dass die palästinensische Führung und mit ihr fast alle arabischen Staaten bis heute nicht bereit ist, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Zwar will Abbas seinem Beitrag zufolge ein Palästina in den Grenzen von 1967, wie er schrieb, doch sein eng mit ihm verbundener Berater Nabil Shad stellte im Juli gegenüber dem arabischen Fernsehsender Arabic News Broadcast klar, ich zitiere nochmals, die Geschichte mit den zwei Staaten für zwei Völker meint, dass es hier ein palästinensisches Volk gibt und dort ein jüdisches. Das aber werden wir niemals akzeptieren. Und Abbas hat vor wenigen Tagen auch selbst noch einmal gesagt, we won't recognize a Jewish state, wir werden keinen jüdischen Staat akzeptieren. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, was Mahmoud Abbas sich von einer einseitigen Ausrufung eines palästinensischen Staates in erster Linie verspricht. Ich zitiere ihn nochmals. Die Anerkennung Palästinas durch die UNO würde den Weg für eine Internationalisierung des Konflikts bereiten, nicht nur in politischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht, schrieb er in der New York Times weiter. Außerdem bekämen wir so die Möglichkeit, Israel von den Vereinten Nationen, von für die Menschenrechte zuständigen Instanzen und vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verklagen. Zitat Ende. Es geht Abbas und es geht seiner PA also augenscheinlich weniger um die vermeintlichen oder tatsächlichen Vorzüge der Eigenstaatlichkeit für die palästinensische Bevölkerung, sondern vor allem darum, Israel so nachhaltig wie möglich zu schaden. Und die Chancen darauf stehen tatsächlich nicht schlecht. Zwar würde ein Gang der Palästinenser vor den UN-Sicherheitsrat voraussichtlich mit einem Veto der USA enden. China hat heute bekannt gegeben, dass es sich diesem Veto nicht anschließen würde. Also China würde den palästinensischen Staat anerkennen. Doch in der Generalversammlung der UNO, die Ende September tagt, dürften sie gute Aussichten haben, die nötige Zweidrittelmehrheit für ihr Anliegen zu erreichen. Damit würden sie zwar nicht zu einem Vollmitglied der Vereinten Nationen, denn dazu bedürfte es einer Empfehlung des Sicherheitsrates, sondern erhielten lediglich den Status eines Beobachterstaates, wie ihn beispielsweise der Vatikan besitzt. Doch bereits das könnte für Israel jenen diplomatischen Tsunami zur Folge haben, den nicht nur der israelische Verteidigungsminister Barak befürchtet. Denn es steht nicht zu erwarten, dass die PA für ihren offenen Bruch mit den Osloer Verträgen, die eine palästinensische Staatsgründung auf der Grundlage von Verhandlungen vorsehen, kritisiert werden wird. Auch das im Mai geschlossene Bündnis zwischen der Fatah und der terroristischen Hamas wird vermutlich kein Thema sein. Vielmehr dürfte der internationale Druck auf die israelische Regierung, die die palästinensischen Pläne ablehnt und weiter auf Verhandlungen setzt, noch stärker werden als bisher schon, inklusive Boykottaufrufen, Großdemonstrationen und Versuchen, israelische Politiker und Militärs vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und dort verurteilen zu lassen. In den palästinensischen Gebieten selbst könnte es zu gewalttätigen Aufmärschen kommen, zu erneuten Versuchen, die Grenzen zu Israel zu stürmen, wie bereits im Mai dieses Jahres geschehen, dazu aber gleich noch etwas mehr, und zu Raketenangriffen aus dem Gazastreifen, die man ja bereits kennt. Manche Israelis befürchten sogar eine dritte Intifada. Israel ist derweil bemüht, die zu erwartende Zweidrittelmehrheit bei einer Abstimmung in der UN-Generalversammlung zu verhindern. Die Ablehnung des palästinensischen Antrags durch die USA, Kanada und Australien gilt als sicher. Zudem wird erwartet, dass die europäischen Mitgliedsländer Deutschland, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Slowakei mit Nein stimmen. Da in der Generalversammlung, das wissen Sie vermutlich, das Prinzip One Man, One Vote gilt, weshalb die Stimmen kleinerer Staaten genauso viel zählen wie die der Großen, umwirbt Israel zudem Länder wie die europäischen Zwergstaaten Andorra, Monaco, Liechtenstein und San Marino, die mittelamerikanischen Staaten Panama und Costa Rica, Karibikländer wie Haiti, Jamaika, die Bahamas, Barbados, Santa Lucia und Antigua
sowie pazifische Inselstaaten wie Kiribati und Vanuatu. So skurril dieses Vorgehen auch anmuten mag, so deutlich zeigt es auch, wie schwierig und verzweifelt die israelische Suche nach Verbündeten in einer mehrheitlich anti-israelisch gesinnten Welt ist. Eine Art Vorgeschmack darauf, was der jüdische Staat nach der einseitigen Ausrufung eines palästinensischen Staates zu gewärtigen hat, boten die Ereignisse, die sich am 15. Mai an den Grenzen Israels zu Syrien, dem Libanon und dem Gazastreifen abspielten. Mehrere tausend Palästinenser versuchten, teilweise erfolgreich, auf israelisches Territorium vorzudringen. Daraufhin kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, an deren Ende etwa 20 Tote und rund 200 Verletzte, darunter auch 13 israelische Soldaten, zu Buche standen. Das Datum der Grenzerstürmungen war dabei durchaus nicht zufällig gewählt, denn sie fanden am alljährlichen Tag der Nakba statt, wobei mit Nakba, dem arabischen Wort für Katastrophe, die israelische Staatsgründung von 1948 und die angebliche Vertreibung von Teilen der autochthonen arabischen Bevölkerung gemeint ist. In aller Regel kommt es am Jahrestag dieses Ereignisses nur zu anti-israelischen Protestkundgebungen, vor allem in den palästinensischen Gebieten und Israels Nachbarstaaten. Diesmal jedoch gingen die Demonstranten deutlich weiter, und zwar buchstäblich deutlich weiter, indem sie den Versuch unternahmen, die Grenzen zum jüdischen Staat zu überrennen und auf diese Weise gewissermaßen ihr vermeintliches Recht auf Rückkehr schon einmal symbolisch durchzusetzen. Für den jüdischen Staat waren diese kollektiven Grenzerstürmungen ein wahrer Albtraum. Auf Angriffe durch terroristische Organisationen ist man in Israel vorbereitet, doch die massenhafte Infiltration seitens sogenannter palästinensischer Flüchtlinge stellt eine neue und gänzlich andere Herausforderung dar. Dabei steht es außer Frage, dass diese Aktivitäten vom syrischen Regime, von der Hezbollah und der Hamas mindestens gebilligt, wenn nicht sogar initiiert wurden, mit dem Ziel, die israelische Armee zu einer Reaktion zu zwingen, die anschließend propagandistisch ausgeschlachtet werden kann. Konkret hätte das Militär, das israelische Militär, die sogenannten friedlichen Demonstranten, also die als friedliche Demonstranten getarnten Rollkommandos gewähren lassen, wäre der Sturm als erfolgreicher Etappensieg gegen Israel gewertet worden. Dass es nun Tote und Verletzte gab, führte wiederum zu dem unvermeidlichen Vorwurf, die Israelis hätten ein Massaker an unschuldigen Zivilisten begangen. Zwar wussten der israelische Geheimdienst und die Armee von den bevorzugt über die Netzwerke Facebook und Twitter verbreiteten Aufrufen, die Grenzen zum jüdischen Staat zu überrennen, und dennoch verzichtete man auf eine Verstärkung der Grenztruppen. Insbesondere setzte die Armeeführung darauf, dass Syrien keinen Konflikt an der Grenze zu Israel riskieren würde, wo es seit dem Entflechtungsabkommen nach dem Yom Kippur-Krieg von 1973 vergleichsweise ruhig geblieben war. Eine Fehleinschätzung, wie sich zeigen sollte, denn Syriens Präsident Bashar al-Assad nutzte offenkundig die Gelegenheit, von den schweren Unruhen im Land abzulenken, indem er die Grenzstreitigkeit mit Israel bewusst schüren ließ. Einen weiteren Grenzerstürmungsversuch durch einige hundert in Syrien lebende Palästinenser gab es übrigens Anfang Juni am Jahrestag des israelischen Sieges im Sechstagekrieg, und erneut war die Menge nur durch den Einsatz des israelischen Militärs zu stoppen. Mehr und mehr gesellt sich zu der militärischen Bedrohung des jüdischen Staates also eine propagandistische. Die Hezbollah hat ihre Niederlage im Libanon-Krieg vor 5 Jahren längst verdaut und ihr Waffenarsenal wieder aufgestockt. Die Hamas profitiert von der zeitweiligen Öffnung der ägyptischen Grenzübergänge zum Gazastreifen, die den weitgehend ungehinderten Nachschub mit Geld und Waffen sichert. Hinzu kommt nun eine erhebliche Intensivierung des Versuchs, Israel als aggressive Macht erscheinen zu lassen, die den in den Protesten geäußerten Wunsch friedliebender Palästinenser nach mehr Freiheiten und einem eigenen Staat brutal unterjoche, sich also einer Demokratisierung des Nahen Ostens mit Gewalt widersetze. Dabei waren die versuchten und vollendeten Grenzüberschreitungen am Tag der Nakba nicht einfach nur ein Protest gegen eine angebliche Unterdrückung, vielmehr zielten sie auf nicht weniger als die Existenz Israels. Denn schließlich verbindet der Begriff Nakba die israelische Staatsgründung unmittelbar mit der vermeintlich gezielten Vertreibung der arabischen Ureinwohner Palästinas von ihrer heimischen Scholle, wodurch Israel per se als unrechtmäßig erscheinen soll. Doch, Zitat, nicht die Gründung des Staates Israel schuf das Flüchtlingsproblem, sondern der Krieg der Araber gegen die Gründung des jüdischen Staates, wie der israelische Publizist und Politikwissenschaftler Shlomo Avineri befand. Hätten die Palästinenser und die arabischen Staaten den Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen akzeptiert, so Avineri weiter, wäre Palästina schon seit 1948 ein unabhängiger Staat
und das Problem der Flüchtlinge hätte nie existiert. Die Nakba, fuhr Avineri fort, sei kein Unglück gewesen, sondern vielmehr, Zitat, das Ergebnis einer militärischen und politischen Niederlage, die von politischen Entscheidungen herrührt, für die es Verantwortliche gab. Auch von einer systematischen Vertreibung kann keine Rede sein. Vielmehr verließ ein erheblicher Teil der arabischen Bevölkerung den neuen Staat seinerzeit auf Geheiß der diversen arabischen Regierungen und Regimes, die einen triumphalen Sieg über das von der UNO legitimierte Israel und die Rückeroberung des Gebietes angekündigt hatten. Darüber hinaus unterschlägt der Terminus Nakba, Katastrophe, bewusst, dass es bereits vor der Deklaration des israelischen Staates arabische Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung Palästinas gab, dass nach der Staatsgründung rund 850.000 Juden aus arabischen Staaten fliehen mussten und nicht zuletzt, dass den Flüchtlingen und ihren Nachkommen in den arabischen Ländern bis heute die entsprechende Staatsbürgerschaft vorenthalten und die Integration in die jeweilige Gesellschaft verweigert wird, weil die arabischen Führer an ihrer antisemitischen Vision von einer Rückkehr in ein von den Juden befreites Palästina festhalten. 4 Tage nach den Ereignissen am Tag der Nakba, die einen weiteren Schritt beim Versuch, Israel zu delegitimieren, bedeuteten, 4 Tage nach diesen Ereignissen, hielt der amerikanische Präsident Barack Obama bekanntlich eine Grundsatzrede zum Thema Nahost, die bei der israelischen Regierung für reichlich Verstimmung sorgte. Zwar sprach Obama sich gegen die einseitige Ausrufung eines palästinensischen Staates aus, kritisierte vorsichtig das Bündnis zwischen der Fatah und der Hamas und pries die, so wörtlich, tiefe Freundschaft zwischen den USA und dem jüdischen Staat. Doch forderte er auch einen Rückzug Israels auf, so wörtlich, die Linien von 1967. Und das war ein Novum, denn bislang hatten amerikanische Präsidenten eine explizite Formulierung dieses Ansinnens stets vermieden. In seiner Rede vor dem US-Kongress widersprach der israelische Premierminister Netanyahu dann auch entschieden. Zwar bekenne er sich wie seine Amtsvorgänger zu einer Zwei-Staaten-Lösung, doch über die genaue Grenzziehung, so Netanyahu, müsse verhandelt werden. Man werde, so wörtlich, sehr großzügig in Bezug auf die Größe eines zukünftigen palästinensischen Staates sein. Israel werde jedoch nicht zu den nicht zu verteidigenden Grenzen von 1967 zurückkehren, denn dann wäre das Land, wie Netanyahu sagte, nur 90 Meilen breit und Raketen könnten von palästinensischem Territorium aus nahezu jedes Haus in Israel in weniger als einer Minute erreichen. Was dem israelischen Premierminister nicht zuletzt in deutschen Medien die übliche geharnischte Kritik einbrachte, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine so verständliche wie legitime Position. Schon der Terminus Grenzen von 1967, der unhinterfragt bleibt, ist problematisch und irreführend, denn es gab bekanntlich nie einen palästinensischen Staat und demzufolge auch keine Grenzen im herkömmlichen Sinne. Vielmehr handelt es sich um eher zufällige Waffenstillstandslinien, die sich am Ende des arabisch-israelischen Krieges von 48-49 ergeben hatten. Jordanien hatte während dieses Krieges das Westjordanland sowie Ostjerusalem besetzt. Doch erst als Israel diese Gebiete infolge des Verteidigungskrieges Anfang Juni 67 unter seine Kontrolle gebracht hatte, erhob die 1964 gegründete PLO Ansprüche auf sie sowie den zuvor von Ägypten verwalteten Gazastreifen und auf die Gründung eines palästinensischen Staates. Israel bot noch im selben Jahr Verhandlungen über die Rückgabe der Westbank im Rahmen eines Friedensvertrages an. Die arabischen Staaten lehnten dies auf der berühmt gewordenen Konferenz im sudanesischen Khartoum jedoch ab, dass sie den jüdischen Staat weder anerkennen noch mit ihm verhandeln oder gar Frieden schließen wollten. Das waren die dreifachen Neins. Verschiedene israelische Regierungen bekundeten anschließend in Friedensverhandlungen ihre Bereitschaft, den bei weitem größten Teil des Westjordanlandes zu räumen und einen palästinensischen Staat zu akzeptieren. Doch sämtliche palästinensischen Führungen ließen die Gespräche notfalls in letzter Minute platzen, weil ihr Ziel keine Zwei-Staaten-, sondern eine Kein-Staat-Israel-Lösung war und blieb. Angesichts dessen ist es durchaus begreiflich, dass die israelische Regierung, zumal nach dem Pakt zwischen der Fatah und der Hamas, nach der Ankündigung einer unilateralen Staatsgründung und nach den jüngsten Grenzverletzungen, dass die israelische Regierung also keine Neigung verspürt, der Forderung nach einem Rückzug auf die Grenzen von 67 als Conditio sine qua non, also als Bedingung, ohne die nichts geht, nachzukommen. Israel ist bereit, sich heute hinzusetzen und mit der palästinensischen Autonomiebehörde über Frieden zu verhandeln, sagte Netanyahu vor dem amerikanischen Kongressabgeordneten. Aber Israel wird nicht mit einer palästinensischen Regierung verhandeln, die von der palästinensischen Version Al-Qaidas, womit die Hamas gemeint war, gestützt wird.
Also lautete sein Appell an Mahmoud Abbas, Zitat, zerreißen Sie Ihren Vertrag mit der Hamas, setzen Sie sich hin und verhandeln Sie, machen Sie Frieden mit dem jüdischen Staat und wenn Sie das tun, verspreche ich Folgendes, Israel wird nicht das letzte Land sein, das einen palästinensischen Staat als neues Mitglied der Vereinten Nationen willkommen heißt, es wird das erste Land sein, das dies tut. Doch selbst damit, so viel ist sicher, wären die meisten Palästinenser vermutlich nicht zufriedenzustellen, schon gar nicht die Hamas, die an ihrem Ziel, den jüdischen Staat eines Tages zu vernichten, unbeirrt festhält. Der Weg zurück an den Verhandlungstisch scheint unterdessen immer unwahrscheinlicher zu werden, auch wenn die amerikanische Regierung und verschiedene europäische Regierungen, darunter die deutsche, genau das fordern und Mahmoud Abbas kundtat, Zitat, wir wollen keine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten, sondern eine Einigung, wir wollen uns mit Amerika und Europa abstimmen, Zitat Ende. Doch die palästinensische Entscheidung für eine einseitige Staatsausrufung ist allem Anschein nach unwiderruflich. Und das, obwohl die unmittelbaren Konsequenzen für die Palästinenser ziemlich drastisch ausfallen dürften. Die zuletzt intensivierte und durchaus fruchtbare Zusammenarbeit der PA mit Israel in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit könnte deutlich zurückgefahren werden oder ganz zum Erliegen kommen. Schon jetzt hat die israelische Regierung Gelder eingefroren, die für die PA bestimmt sind. Auch die internationalen Zuwendungen an die Palästinenser, etwa von Seiten der USA und auch der EU, dürften merklich schrumpfen. Und dass der palästinensische Außenhandel, dessen Volumen bisher zu einem großen Teil von den Exporten nach Israel bestimmt wurde, von der arabischen Welt aufgefangen wird, das darf zumindest bezweifelt werden. Zudem wird sich Israel kaum verpflichtet fühlen, weiterhin tausende Tonnen an Waren in den Gazastreifen zu liefern. Die israelischen Regierungen haben spätestens seit dem Beginn des Oslo-Friedensprozesses auf eine Verhandlungslösung gesetzt, die von den palästinensischen Führungen jedoch, wie gesagt, notfalls in letzter Minute sabotiert wurden. Sie haben von ihnen Sicherheitsgarantien gefordert, die sie nicht zu gewähren bereit waren. Und nun droht auch noch eine Internationalisierung des Konflikts. Das heißt, es wird mit diplomatischen Mitteln fortgesetzt, was für die Palästinenser militärisch bislang nicht zu erreichen war. Eine Zermürbung des jüdischen Staates im Verbund mit einer Dämonisierung und Delegitimierung Israels, was eine dritte Intifada gleichwohl nicht ausschlösse. Und dazu ist die PA bereit, sämtliche Fortschritte, die es unter der Führung des palästinensischen Premierministers Salam Fayyad in den vergangenen Jahren gegeben hat, über Bord zu werfen. Auf einige dieser Fortschritte, die es wie gesagt durchaus gegeben hat, möchte ich nun kurz zu sprechen kommen. Dazu zunächst ein kurzer Rückblick. Als das Aspen Institute of Humanistic Studies, ein amerikanischer Think Tank, Anfang Juli 2009 ein sogenanntes Festival der Ideen ausrichtete, lud es auch den besagten palästinensischen Premierminister Salam Fayyad ein. Und der wartete mit einer echten Überraschung auf, als er sagte, ich zitiere, wenn Juden in einem palästinensischen Staat leben wollen, warum sollten sie dann dort nicht so behandelt werden wie arabische Israelis in Israel? Man solle sie ihre Repräsentanten ins Parlament wählen lassen, fuhr Fayyad fort, ihnen Religions- und Redefreiheit gewähren und es ihnen ermöglichen, Zitat, nachts ohne die Sorge schlafen zu gehen, dass ihnen jemand die Tür eintritt und sie umbringt. Ein halbes Jahr später nahm Fayyad in der 26 Kilometer südwestlich von Nablus gelegenen palästinensischen Kleinstadt Salfit an einer Demonstration teil. Dort warf er gemeinsam mit einigen Einwohnern Waren ins Feuer, die in israelischen Siedlungen im Westjordanland hergestellt und in palästinensischen Geschäften zum Verkauf angeboten worden waren. Einen Monat zuvor hatte die palästinensische Autonomiebehörde zu einem generellen Boykott von Erzeugnissen aus den Siedlungen aufgerufen. Der palästinensische Wirtschaftsminister Hassan Abu Libdeh sagte, man habe bereits Waren im Wert von $1 Million konfisziert und wolle im Laufe des Jahres 2010 dafür sorgen, dass sich in palästinensischen Läden kein einziges Produkt aus den Siedlungen mehr befindet. Um diese vermeintlichen oder tatsächlichen Widersprüche noch ein bisschen zu intensivieren, sei auf die Tatsache hingewiesen, dass nicht wenige Palästinenser in diesen besagten israelischen Siedlungen arbeiten. Nach israelischen Angaben sind es insgesamt 25.000, alleine 12.000 davon sind auf Baustellen tätig, wie die PA gezählt hat. In den Siedlungen verdienen sie bis zum Dreifachen des Gehaltes, das ihnen vergleichbare palästinensische Arbeitgeber zahlen. Dem für die israelische Tageszeitung Jerusalem Post arbeitenden Journalisten Khaled Abu Toameh zufolge geht es dabei vielen wie dem 43-jährigen Ibrahim Abu Tahir, einem Vater von 8 Kindern, der südwestlich von Jerusalem lebt. Wir tun nichts Falsches, sagte er zu Abu Toameh. Wir tun nichts Falsches, wir sind weder Kollaborateure noch Terroristen, wir wollen bloß arbeiten. Während der ersten Intifada im Jahr 1987 habe es palästinensische Gruppierungen gegeben,
die mit Drohungen und körperlicher Gewalt versucht hätten, Palästinenser von der Arbeit in den Siedlungen abzuhalten. Doch die Führer der Intifada, so Abu Tahir weiter, hätten irgendwann erkannt, dass es einen Boomerang-Effekt zur Folge haben könnte, wenn sie die Arbeiter um ihre Lebensgrundlage bringen und die Beschäftigung in den Siedlungen daher wieder erlaubt. Und diese Erlaubnis gilt auch heute noch. Nach den blutigen Zusammenstößen zwischen der Hamas und der Fatah im Sommer 2007, Sie wissen das, teilten sich die palästinensischen Autonomiegebiete bekanntlich. Der Gazastreifen unter die uneingeschränkte Herrschaft der Terrororganisation Hamas geriet, übernahm im Westjordanland die Fatah die alleinige Kontrolle. Diese politischen Ereignisse hatten auch Folgen für die ökonomische Situation hier wie dort. Weil die Hamas weiterhin auf die Vernichtung des jüdischen Staates setzt, ist Israel genötigt, Einfuhren in den Gazastreifen sorgsam auf Waffen und anderes Kriegsgerät zu kontrollieren, bevor die unbedenklichen Güter auf dem Landweg weitertransportiert werden. Dennoch ist die Grundversorgung der Bevölkerung im Gazastreifen sichergestellt. Von einer Hungersnot kann genauso wenig die Rede sein wie von der vielbeschworenen humanitären Katastrophe. Das hat kürzlich auch das Rote Kreuz hinreichend deutlich gemacht. Pro Woche bringen etwa 1250 israelische LKWs rund 34.000 Tonnen an Gütern in den Gazastreifen. Im Jahre 2009 ergab sich eine Gesamtmenge von rund 500 Kilogramm pro Kopf und die Tendenz ist durchaus steigend. Die Hamas verteilt die Güter allerdings extrem ungerecht und ist nicht nur für eine Günstlings-, sondern außerdem für eine Schattenwirtschaft verantwortlich, die viele Bewohner des Gazastreifens in den Ruin treibt. Wie aber sieht es im Westjordanland aus, politisch wie ökonomisch? Um sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, sei zunächst einmal ein kleiner Rückblick auf die Zeit seit der faktischen Zweiteilung der palästinensischen Autonomiegebiete gestattet. Mahmoud Abbas, der Präsident der PA, wie gesagt, hatte im Juni 2007 den der Hamas angehörenden Premierminister Ismail Haniyeh für abgesetzt erklärt und Finanzminister Salam Fayyad, den wir schon gesehen haben, mit der Führung einer Notstandsregierung beauftragt. Am 7. März 2009 trat diese Notstandsregierung zurück, um den Weg für eine Einheitsregierung unter Beteiligung von Fatah und Hamas freizumachen. Nachdem jedoch insgesamt 5 Verhandlungsrunden unter der Vermittlung von Ägypten gescheitert waren, wurde Fayyad am 19. Mai 2009 mit dem Posten des Premierministers betraut. Der heute 59-jährige Fayyad hat eine durchaus bemerkenswerte Biografie. Er erwarb 1975 ein Ingenieurdiplom an der amerikanischen Universität in Beirut, legte 5 Jahre später seinen Master of Business Administration an der St. Edward's University ab und promovierte in Austin, Texas zum Wirtschaftswissenschaftler. Er arbeitete bei der Federal Reserve Bank in St. Louis, als Dozent an der Yarmouk-Universität in Jordanien, von 87 bis 95 bei der Weltbank in Washington und von 95 bis 2001 in Jerusalem als palästinensischer Vertreter des Internationalen Währungsfonds IWF. 2002 wurde er von der regierenden Fatah als parteiloser Wirtschaftswissenschaftler zum Finanzminister berufen. 3 Jahre später schied er aus dem Amt aus. Später gründete er die kleine Partei des Dritten Weges, die eine Alternative zum Zwei-Parteien-System aus Fatah und Hamas sein will. Im August des Jahres 2009 veröffentlichte dann Salam Fayyad ein Papier, das einen Plan für den Aufbau der Infrastruktur und der Institutionen eines zukünftigen palästinensischen Staates enthielt. Dazu zählte er unter anderem die Errichtung von Regierungsgebäuden, die Schaffung einer Börse und eines freien Marktes, den Bau eines Flughafens und die Etablierung einer Gewaltenteilung. Als Hauptgrundsätze führte er in diesem Papier an, erstens eine starke und stabile Sicherheitspolitik, zweitens Good Governance, also so etwas wie verantwortungsbewusste Regierungsführung und drittens ein starkes und stabiles Wirtschaften. Bei seinen Überlegungen ging Fayyad davon aus, dass bislang weder Gewalt noch Verhandlungen zur Etablierung eines unabhängigen palästinensischen Staates geführt haben. Diesen Staat wollte er deshalb unilateral Wirklichkeit werden lassen. Als Zeitpunkt nannte er den August 2011. Mahmoud Abbas schloss sich diesem Vorhaben dann erst später an, doch dazu gleich natürlich noch etwas mehr. Zu Fayyad ist zu sagen, dass anders als andere palästinensische Politiker er durchaus zumindest nicht permanent die angebliche Opferrolle der Palästinenser in den Mittelpunkt stellt und er trat bislang in der Regel auch nicht mit für Israel unerfüllbaren Maximalforderungen auf. Er verurteilt anti-israelische Gewalt bisweilen sogar als kontraproduktiv und besteht auch nicht auf dem sogenannten Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, sondern will die Betreffenden in einem künftigen palästinensischen Staat ansiedeln und eben nicht, wie es sonst immer geplant ist und gesagt wird, in Israel. Vor allem aber wollte Fayyad, und auch das unterscheidet ihn
wesentlich von den meisten anderen palästinensischen Politikern funktionierende staatliche und wirtschaftliche Strukturen schaffen. Faktisch hatte er damit dem zutiefst korrupten Bandensystem, das die Westbank bislang beherrscht hat, den Kampf angesagt. Interessanterweise korrespondiert Fayyads Konzept in mancherlei Hinsicht mit der Linie, die Israels Premierminister Netanyahu seit seinem Amtsantritt im März 2009 verfolgt. Netanyahu hatte bekanntlich deutlich gemacht, dass er nicht grundsätzlich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ist, die Gründung eines solchen palästinensischen Staates aber nur am Ende eines Prozesses stehen könne, der stabile politische und ökonomische Strukturen in den Autonomiegebieten genauso hervorbringt wie Garantien für Israels Sicherheit. Im Folgenden möchte ich nun kurz prüfen, wie sich Fayyads Pläne entwickelt haben, beziehungsweise was aus ihnen geworden ist oder zu werden droht. Dabei sei zunächst ein Blick auf das Thema Sicherheit geworfen, das eine große Rolle spielt, wie Sie sich vorstellen können. Im Februar 2010 sprach Salam Fayyad auf der Konferenz des israelischen Institute for Policy and Strategy in Herzliya, bei der jedes Jahr unter anderem der israelische Staatspräsident, der Premierminister und der Generalstabschef der Armee sowie weitere hochrangige Politiker und Militärs zusammenkommen, um sich über Fragen der Sicherheit und Politik zu verständigen. Israels Staatspräsident Shimon Peres verglich Fayyad nach dessen Rede geradezu euphorisch mit dem israelischen Staatsgründer David Ben-Gurion. Das mag sehr weit gegriffen sein, aber es zeigt die Wertschätzung, die der palästinensische Premierminister Fayyad bei führenden israelischen Politikern genießt. Und tatsächlich waren Fortschritte in Bezug auf die Ausbildung und das Vorgehen der palästinensischen Sicherheitskräfte unverkennbar. Im Jahr 2009 gab es knapp 1300 Einsätze, die israelische und palästinensische Sicherheitseinheiten gemeinsam unternahmen. Das bedeutete eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um sagenhafte 72%. Etliche dieser Einsätze richteten sich dabei gegen gewalttätige palästinensische Gruppierungen. So wurden beispielsweise gemeinsam die terroristischen Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, der bewaffnete Arm der Fatah, also weitgehend entwaffnet. Zudem gab es mehrere harte Schläge gegen den islamischen Dschihad. Darüber hinaus wurden Einrichtungen der Hamas zerstört im Westjordanland und ihre militärischen Aktivitäten in der Westbank weitgehend zum Erliegen gebracht. Dem israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet zufolge haben die israelisch-palästinensischen Joint Ventures die Zahl der Angriffe gegen Israelis in der Westbank und in Ostjerusalem auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 reduziert. Muna Mansour, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, konnte das bestätigen. Ich zitiere ihn: Die palästinensische Autonomiebehörde hatte mehr Erfolg beim Ausschalten der Hamas in der Westbank als die Israelis. Die palästinensischen Sicherheitskräfte gingen in der jüngeren Vergangenheit häufig gegen Palästinenser vor, die anti-israelische Aktivitäten entfalteten. Deutlich wurde das nicht zuletzt während der israelischen Militärschläge im Gazastreifen Ende 2008, Anfang 2009, als Sicherheitseinheiten Moscheen umstellten, junge Männer davon abhielten, sich israelischen Checkpoints zu nähern, Demonstranten festnahmen, die Pro-Hamas-Parolen riefen und Kundgebungen teilweise mit Gummiknüppeln, Pfefferspray und Tränengas auflösten. Barak Ben-Zur, ein hochrangiger Berater von Shin Bet, sagte, Zitat: Es gab in israelischen Städten mit überwiegend arabischer Bevölkerung mehr Protestdemonstrationen gegen unsere Militärschläge als im Westjordanland. Dank der palästinensischen Sicherheitskräfte war es dort völlig ruhig. Und Israels Außenminister Avigdor Lieberman berichtete, Mahmoud Abbas persönlich habe die israelische Regierung gebeten, mit ihren Maßnahmen gegen die Hamas fortzufahren. Im Zentrum der von palästinensischen Premier Salam Fayyad initiierten Sicherheitsreformen standen mehrere Spezialbataillone der nationalen Sicherheitsstreitkräfte. Bei diesen Bataillonen handelte es sich um eine 8000 Mitglieder umfassende und mit polizeilichen Befugnissen ausgestattete Einheit, die der größte Bestandteil der insgesamt 25.000 Mann starken bewaffneten palästinensischen Streitkräfte in der Westbank ist. Zuständig und verantwortlich für das Training, die Ausrüstung und die Strategie dieser Spezialbataillone war bis zu seiner Pensionierung im Oktober 2010 Lieutenant General Keith Dayton, der Herr auf dem Bild hier, der Sicherheitskoordinator der Vereinigten Staaten für Israel und die palästinensische Autonomiebehörde. Unter seiner Supervision bekamen die Einsatzkräfte in Jordanien eine fünfmonatige Ausbildung. In Hebron, Jenin, Jericho und Ramallah entstanden unter Daytons Federführung zudem Schulungszentren, Sicherheitshauptquartiere und Einrichtungen des Innenministeriums. Die amerikanische Regierung unterstützte diese sogenannte Dayton-Mission mit mehreren hundert Millionen Dollar und qualifiziertem Personal. Michael B. Oren,
der israelische Botschafter in den USA, sagte im Spätsommer des vergangenen Jahres, Zitat, das einzig wirklich brauchbare Modell, um Fortschritte zu erzielen, ist das, was General Dayton in Sicherheitsbelangen und anderen Bereichen der palästinensischen Regierung und Gesellschaft unternimmt. Dayton tat dies seit 2005, wobei er nach dem Wahlsieg der Hamas im Januar 2006 den Schwerpunkt seiner Tätigkeit zunächst verlagerte. Er stoppte damals die Reformen des palästinensischen Sicherheitsapparats und war vor allem damit beschäftigt, dessen Übernahme durch die Gotteskriegertruppe zu verhindern. Daytons Nachfolger wurde im Herbst 2010 Lieutenant General Michael Möller, der jedoch weit weniger Präsenz und Entschlossenheit zeigt als sein Vorgänger. Und damit noch kurz zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Westbank, seitdem Salam Fayyad im Juni 2007 die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Bis heute wurden über 1000 neue Entwicklungsprojekte ins Leben gerufen. Dazu gehören der Straßen- und Häuserbau, das Pflanzen von Bäumen und der Bau von Brunnen. Zudem liegen Pläne vor, die unter anderem den Neubau und die Renovierung von Krankenhäusern, Schulen, Gerichtsgebäuden und Industrieparks vorsehen. In diesem Zusammenhang sind vielleicht einige Zahlen ganz aufschlussreich, die teilweise auf Angaben der im Mai 2009 gegründeten israelisch-palästinensischen Industrie- und Handelskammer zurückgehen und teilweise auf Berichte des IWF sowie der Weltbank gründen. Da wäre zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt zu nennen. Ich habe jeweils die neuesten Zahlen verwendet, neuere liegen dann noch nicht vor, da sind noch nicht veröffentlicht worden. Da gab es eine Steigerung um etwa 8% im Jahr 2010 gegenüber 2009 und um etwa 8,5% im Jahr 2009 gegenüber 2008. Dafür hat, das muss man dazu sagen, vor allem der öffentliche Sektor gesorgt. Im privaten Sektor ist die Steigerung bislang deutlich geringer. Bei der Beschäftigung hat sich die Arbeitslosigkeit dahingehend entwickelt, dass sie Ende 2010 bei rund 17% lag und damit gegenüber 2008 um etwa 2% sank. 2002 lag sie noch bei knapp 28%. Die Zahl der Palästinenser, die in israelischen Siedlungen arbeiten, stieg zwischen 2007 und 2008 um rund 10%. Zum Wirtschaftswachstum ist zu sagen, es stieg laut Premierminister Fayyad in den Jahren 2009 und 2010 jeweils um etwa 8%. Das Nahostquartett geht sogar von einer bis zu doppelt so hohen Steigerung aus. Die ausländischen Investitionen waren 2009 sechsmal so hoch wie 2008. Und bei den Exporten nach Israel ist zu sagen, in der ersten Hälfte des Jahres 2009 gab es 8% mehr Ausfuhren in den jüdischen Staat als zum Vergleichszeitpunkt des Jahres 2008. Der Import aus Israel sank gleichzeitig um 9,5%, wobei infolge der wirtschaftlichen Verbesserung auch weniger Einfuhren nötig waren. Der Handel zwischen Israel und der PA stieg im Jahr 2008 um 35% gegenüber dem Jahr 2007. Die Gehälter sind im öffentlichen Sektor höher als im privaten. Im Jahr 2008 betrug die Steigerung des durchschnittlichen Tageslohns gegenüber 2007 rund 24%. Die Steigerung im Jahr 2009 fiel infolge einer heftigen Inflation mit 4% allerdings deutlich geringer aus. Und schließlich noch zum Tourismus. Dort gab es eine Steigerung der Zahl der Touristen in Bethlehem zwischen 2007 und 2008 um 87%, in Jericho um 42%. Jetzt werden Sie zu Recht einwenden, das sind ja nur relative Werte, also Prozentangaben. Wie sehen denn die absoluten Werte aus, die natürlich wahrscheinlich auch nicht jedem etwas sagen. Und das wäre eine sozusagen umfassende Studie nötig, auch im Vergleich mit europäischen Staaten. Das nimmt sich alles insgesamt zwar noch relativ bescheiden aus, allerdings muss man trotzdem sagen, dass die Prozentzahlen schon genügend Aufschluss darüber geben, dass das angesichts einer weltweit krisenhaften wirtschaftlichen Entwicklung durchaus bemerkenswerte Zahlen sind und dass vor allem Städte wie Ramallah und Jenin zuletzt einen regelrechten Boom erlebten, nicht nur im ökonomischen, sondern auch im kulturellen Bereich. Ein Aufschwung in der Westbank ist also zweifellos unverkennbar gewesen, wenngleich die Abhängigkeit von Finanzhilfen internationaler Organisationen noch immer hoch ist. Und dennoch nimmt sich die Lage im Vergleich zum Gazastreifen vergleichsweise rosig aus. Denn dort, also im Gazastreifen, beträgt beispielsweise die Arbeitslosigkeit derzeit rund 38%, bei den jungen Menschen sind es sogar 53%, und das Bruttoinlandsprodukt ist in den vergangenen 10 Jahren um die Hälfte geschrumpft. Israel unterstützte die ökonomische Entwicklung im Westjordanland nach Kräften, etwa durch den massiven Abbau von Straßensperren und anderen Handelshemmnissen. In einer Reihe von Wirtschaftskonferenzen wurden zudem Pläne entwickelt, um die palästinensische Wirtschaft zu unterstützen und die Infrastruktur, die Industrie, die Landwirtschaft und den inländischen Tourismus zu stärken. Das alles steht nun jedoch wieder in Frage, denn
In den letzten Monaten hat sich die palästinensische Führung daran gemacht, diese Fortschritte systematisch zu zerstören. Dabei wäre zunächst und in erster Linie der Pakt zwischen der Fatah und der Hamas zu nennen, der Anfang Mai, Sie wissen das, in Kairo besiegelt wurde und in Israel scharfe Reaktionen auslöste. Ich rufe Mahmoud Abbas dazu auf, die Übereinkunft mit der Hamas sofort zu annullieren und den Weg des Friedens mit Israel zu wählen, sagte Israels Premier Benjamin Netanyahu, der das Abkommen als, so wörtlich, schweren Schlag für den Friedensprozess bezeichnete und fragte, wie ist es möglich, Frieden mit einer Regierung zu erlangen, von der die Hälfte zur Zerstörung des Staates Israel aufruft und sogar den Erzmörder Osama bin Laden preist. Der israelische Außenminister Avigdor Lieberman schloss sich an und sagte, mit dieser Übereinkunft ist eine rote Linie überschritten worden. Dass es überhaupt zu dem vordergründig vielleicht überraschenden Bündnis der Fatah mit der Gotteskriegertruppe gekommen ist, hat wesentlich mit den Umbrüchen in der arabischen Welt zu tun, insbesondere mit denen in Ägypten. Denn während das Regime des gestürzten ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak ganz auf die Fatah setzte, ist die neue Regierung eher der Hamas zugetan, einem Ableger der jener Muslimbruderschaft, die ihren Einfluss in Ägypten gerade ausdehnt. Folgerichtig wurde und wird der bislang verschlossene Grenzübergang nach Gaza von ägyptischer Seite zumindest zeitweise geöffnet. Waffen, Geld und Terroristen können nun wieder weitgehend ungehindert auf palästinensisches Territorium gelangen. Angesichts ihrer schwindenden Macht ließ sich die Fatah auf eine Einigung mit der Hamas ein, bei der letztere, also die Hamas, sich in wichtigen Punkten durchsetzen konnte. Mahmoud Abbas verzichtete auf die Rückkehr von Fatah-Truppen nach Gaza, während die Hamas nicht nur die Kontrolle über ihre Repressionsorgane behält, sondern in Zukunft voraussichtlich auch in der PLO vertreten sein wird. Zudem sollen mehrere hundert im Westjordanland inhaftierte Hamas-Terroristen freigelassen werden. Da nimmt es nicht Wunder, dass der Iran das Bündnis ausdrücklich begrüßt. Dies ist ein positiver Schritt, um die historischen Ziele der unterdrückten palästinensischen Nation zu erreichen, erklärte der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi. Bis zu den palästinensischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die eigentlich spätestens im Mai 2012 stattfinden sollen, wobei neuere Berichte davon künden, dass das mal wieder verschoben werden soll, stattfinden sollen, hätten sie eigentlich schon zu Beginn des Jahres 2010. Bis also diese Wahlen stattfinden sollen, wird eine Übergangsregierung die Geschäfte regeln, was zur Folge haben könnte, dass der vor allem bei der Hamas verpönte Salam Fayyad weichen muss. Doch auch die Fatah duldete Fayyads Politik mehr, als sie wirklich mitzutragen. Etliche ihrer zutiefst korrupten Kader fürchteten zum einen um ihre Pfründen, zum anderen ging ihnen die Kooperation mit Israel viel zu weit. Fayyads Idee, einseitig einen palästinensischen Staat auszurufen, gefiel ihnen jedoch, nicht obwohl, sondern gerade weil der palästinensische Premier sich in seinem Plan de facto von den Oslo-Prinzipien verabschiedet hatte. Diese Prinzipien, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, diese Prinzipien schließen jegliches Schaffen von Fakten ohne vorherige Gespräche aus, wozu sowohl eine israelische Annexion des Westjordanlandes zählen würde, als auch die unilaterale, die einseitige Ausrufung eines palästinensischen Staates. In Fayyads Papier sucht man jedoch einen Hinweis auf Verhandlungen mit Israel ebenso vergeblich wie Anhaltspunkte dafür, dass der jüdische Staat ein Friedenspartner ist, trotz der geschilderten guten Kooperation zwischen dem Premierminister und der israelischen Regierung. Israelische Fachkräfte hoben deshalb die Gefahr hervor, die in Fayyads Vorhaben steckt. Die beiden für das renommierte Jerusalem Center for Public Affairs tätigen Nahostexperten Dan Dikas und Pinyas Anbari beispielsweise betonten in ihrer Analyse des Fayyad-Plans zwar, dass das Papier als deutliche Kampfansage an die Fatah und ihren Führer Mahmoud Abbas verstanden werden müsse und es der erste ernsthafte palästinensische Versuch sei, Maßnahmen zu einer Staatsbildung zu präsentieren. Auch lobten sie ausdrücklich Fayyads Vermeidung jeglicher militärischer Sprache und die moderaten Töne in diesem Plan. Dennoch schlossen Dikas und Inbari mit einer Warnung. Ich zitiere, angesichts der wachsenden Spannungen und Machtkämpfe unter den Palästinensern übertreffen die Risiken und Gefahren eines solchen Plans sein Potenzial, die Palästinenser zu einen und den Konflikt mit Israel zu beenden. Fayyads Plan würde darüber hinaus einseitig das diplomatische Paradigma zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde und dem Staat Israel von einem rechtlich basierten Verhandlungsprozess in eine unilaterale palästinensische Initiative verwandeln, mit weitreichenden und problematischen rechtlichen, politischen und sicherheitspolitischen Implikationen für Israel, die Palästinenser sowie andere regionale Akteure. Zitat Ende. Vor allem in den letzten Monaten hat der Fayyad-Plan eine Eigendynamik entwickelt,
die Mahmoud Abbas maßgeblich befördert hat. Das Nahziel ist nun also ein von der UNO anerkannter Palästinenserstaat, das strategische Ziel bleibt aber die vollständige Befreiung Palästinas, was nichts anderes heißt nach wie vor als die Zerstörung Israels. Dass diese Taktik bereits erste Folgen für das Handeln der palästinensischen Seite gegenüber Israel zur Folge hatte, lässt sich beispielsweise an den gescheiterten Verhandlungen zwischen Abbas und Netanyahu aufzeigen. Das Kalkül der palästinensischen Seite lautete dabei, wozu und worüber eigentlich verhandeln, wenn 2011 ohnehin ein palästinensischer Staat ausgerufen wird. Zumal das Scheitern der Gespräche einmal mehr alleine der israelischen Seite angelastet wurde und das, obwohl die Palästinenser 9 Monate eines historisch einmaligen 10-monatigen Siedlungsbaumoratoriums verstreichen ließen, bevor sie Verhandlungen überhaupt zustimmten und obwohl Netanyahu sich als erster dem Likud angehörender Premierminister zu einem palästinensischen Staat bekannte. Die Ablösung moderater palästinensischer Kräfte wie Fayyad ist so dann nicht nur möglich, sondern vielmehr folgerichtig und wahrscheinlich. Dennoch unterstützen auch internationale Organisationen genau diese Strategie. So gaben beispielsweise die beiden größten internationalen Geldgeber der palästinensischen Autonomiebehörde, der Internationale Währungsfonds nämlich und die Weltbank, den Palästinensern im April dieses Jahres grünes Licht für die Ausrufung ihres Staates und bescheinigten Fayyad sein Ziel erreicht und quasi staatliche Strukturen geschaffen zu haben. Der IWF bestätigte in einem Report, dass die Autonomiebehörde fähig sei, jene solide Wirtschaftspolitik zu betreiben, die von einem zukünftigen gut funktionierenden palästinensischen Staat erwartet würde. Zudem hatte der Währungsfonds eine klare politische Botschaft an Israel. Um die wirtschaftliche Entwicklung in den palästinensischen Gebieten zu stärken, solle die israelische Regierung alle Restriktionen gegenüber dem Gazastreifen so bald wie möglich beenden. Die Weltbank schlug in ihrem Bericht zur Westbank und zu Gaza in die gleiche Kerbe. Einerseits unterstützt sie darin die Ausrufung eines palästinensischen Staates, indem sie der PA bescheinigt, in ihrem Aufbau von Institutionen und der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen so weit zu sein, dass sie für die Gründung eines Staates in naher Zukunft sehr gut positioniert sei, so wörtlich. Andererseits bemängelte die Weltbank in ähnlichen Worten wie der IWF, dass eine wirkliche florierende Privatwirtschaft nicht entstehen könne, solange Israel den Zugang zu natürlichen Ressourcen und Märkten einschränke und Investoren aufgrund der zusätzlichen Kosten, die durch die Blockade Gazas entstünden, von Investitionen abhalte. Es scheint fast überflüssig zu betonen, dass der Terror aus Gaza und dem Westjordanland mit keiner Silbe erwähnt wurde. Auch die bestehende Rechtsunsicherheit aufgrund des islamistischen Bandenwesens in Gaza wurde nicht als ein Haupthindernis identifiziert. Ganz ähnlich sieht es im Bereich der originären, sagen wir mal, Politik aus, wo nahezu alle Zeichen für einen palästinensischen Staat auf Grün stehen, ungeachtet des Bündnisses zwischen der Fatah und der terroristischen Hamas. Weil die Gotteskriegerpartei weder ihre Vernichtungsabsichten gegenüber Israel noch ihre Ablehnung jeglicher Verhandlungen mit dem jüdischen Staat auch nur im geringsten einschränken muss, ist zu ihrer diplomatischen Anerkennung ein großes Stück näher gekommen. Nicht wenige Vertreterinnen und Vertreter westlicher Regierungen werden sich künftig mit Ministern einer antisemitischen Terrororganisation an einen Tisch setzen und manche scheinen darüber nicht einmal besonders unglücklich zu sein. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy beispielsweise hat bereits angekündigt, der Ausrufung eines Palästinenserstaats selbst dann zuzustimmen, wenn sie einseitig erfolgt. Die deutsche Bundesregierung unterstützt ein solches Vorhaben bislang zwar nicht, und dennoch verlief das Treffen zwischen der Bundeskanzlerin und dem Palästinenserpräsidenten Anfang Mai in Berlin überaus harmonisch, zumal Angela Merkel jegliche Kritik am Bündnis zwischen Fatah und Hamas vermied. Einige Angehörige der schwarz-gelben Koalition gingen sogar noch weiter und begrüßten den Schulterschluss der beiden größten Palästinenserorganisationen ausdrücklich. Rainer Stinner beispielsweise, der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, fand, der Pakt sei, so wörtlich, ein wichtiger Schritt für den Friedensprozess. Joachim Hörster von der CDU, Vorsitzender der Parlamentariergruppe für die arabischsprachigen Staaten des Nahen Ostens, schloss sich an. Zitat, eine Einigung ist die Voraussetzung für einen unabhängigen Palästinenserstaat. Und sein Parteikollege Andreas Schockenhoff, Vizefraktionschef der Unionsfraktion im Bundestag, warnte die israelische Regierung davor, Zitat, nicht erfüllbare Vorbedingungen für eine Zusammenarbeit mit der künftigen Palästinenserregierung aufzustellen. Zumal die Kooperation zwischen der Hamas und der Fatah für Israel kein großes Problem darstelle, schließlich behalte die Fatah
Zitat, die alleinige Zuständigkeit für den Friedensprozess mit Israel, da hat die Hamas keine Mitsprache. Da kann man nur sagen, wer es glaubt, wird selig. Wieder einmal blieb es dem Zentralrat der Juden in Deutschland vorbehalten, grundlegende Wahrheiten auszusprechen. Herr Abbas hat gerade in diesen Tagen diese neue fatale Verbrüderung mit der Hamas vollzogen, sagte der Zentralratspräsident Dieter Graumann in einem Interview des Deutschlandfunks. Und die Hamas ist für uns das, was sie immer war, eine mörderische, hochkriminelle und brutale, blutige Terrortruppe. Deshalb habe er, Graumann, auch das geplante Treffen mit dem Palästinenserpräsidenten abgesagt, um, Zitat, diesem komischen Verbrüderungsprozess nicht auch noch einen Anschein von Legitimität zu verleihen. Die Forderung, Israel müsse sich nun auch mit der Hamas an einen Tisch setzen, wies Graumann ebenfalls zurück. Er sagte, ich zitiere, soll Israel mit anderen darüber sprechen, wie die eigene Existenz ausgelöscht werden kann? Die Hamas-Charta sagt bis heute nicht nur, dass Israel vernichtet werden soll, sondern dass alle Juden getötet werden sollen. Die Hamas hat in Gaza ein beinhartes Regime errichtet, freiheitsfeindlich, frauenfeindlich gegen Homosexuelle. Zitat Ende. Um es also deutlich zu sagen, wenn nun die alten, korrupten, verbohrten palästinensischen Machteliten wieder das Ruder übernehmen und im Herbst, Ende September, vor der UNO einseitig einen palästinensischen Staat ausrufen, werden die Folgen verheerend sein. Und sie werden sich sogar noch verschlimmern, sollte die Hamas die nächsten gesamtpalästinensischen Wahlen gewinnen, wann auch immer sie stattfinden werden. Israel hat, wie schon erwähnt, bereits die finanziellen Zuwendungen an die PA eingefroren und bekräftigt, zu keinerlei Verhandlungen mit einer palästinensischen Führung bereit zu sein, der einer Terrororganisation angehört, die den jüdischen Staat zu vernichten trachtet. Auch mit der ökonomischen und kulturellen Blüte in der Westbank dürfte es recht bald wieder vorbei sein. Der Pakt zwischen der Fatah und der Hamas schadet also nicht nur Israel, sondern auch den Palästinensern. Zwar hätte es zweifellos auch zwischen Salam Fayyad und der israelischen Regierung noch einigen heftigen Streit gegeben, wenn der palästinensische Premier seinen unilateralen Plan tatsächlich eins zu eins weiterverfolgt hätte, doch wäre die Gesprächsgrundlage eine andere gewesen, als sie es jetzt ist. Und dass außerhalb Israels kaum jemand das Bündnis zwischen der korrupten Fatah und der Terrororganisation Hamas geißelt oder gar diplomatischen Druck auf die Palästinenser ausübt, das spricht Bände. Die Bevölkerung in den Autonomiegebieten scheint den Kurs der palästinensischen Führung übrigens mitzutragen, wie eine repräsentative Umfrage zeigt, die das renommierte Forschungsinstitut Greenberg, Kindle & Rosner in Kooperation mit dem in der Westbank ansässigen Palestinian Center for Public Opinion, PCPO, durchgeführt hat. Demnach lehnen 61% der Palästinenser eine Zwei-Staaten-Lösung rundweg ab. Gar 66%, also zwei Drittel, sind der Ansicht, dass es das eigentliche Ziel der Palästinenser sein müsse, mit einer Zwei-Staaten-Lösung zu beginnen, dann aber dazu überzugehen, einen einzigen, ausschließlich palästinensischen Staat zu schaffen. 62% befürworten es, israelische Soldaten zu entführen und als Geiseln zu nehmen. Gar 72% glauben, dass es keine mehrtausendjährige jüdische Geschichte in Jerusalem gibt. 73%, also fast drei Viertel, stimmen einem auch in der Charta der Hamas zu finden, Hadith, also einer islamischen Überlieferung, zu, in dem es heißt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen, oh Muslim, da ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. 73% stimmen dem zu. 80% schließen sich einem weiteren Auszug aus der Charta der Hamas an, demzufolge es Bataillone aus der arabischen und islamischen Welt bedarf, um die Juden zu besiegen. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die Mehrheit der Palästinenser immer noch weit davon entfernt ist, die Israelis als Nachbarn und Israel als jüdischen Staat zu akzeptieren. Angesichts dessen ist es ziemlich bemerkenswert, dass eine deutliche Mehrheit der Israelis nach wie vor eine Zwei-Staaten-Lösung sowie weitere Konzessionen gegenüber den Palästinensern befürwortet. Gedankt wird Ihnen diese Haltung von palästinensischer Seite jedenfalls nicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen, Wortbeiträge, Kritik, was auch immer haben, bin ich gerne bereit, Ihnen zuzuhören, darauf zu reagieren, was immer Sie möchten. Ich hoffe, dass ich das geregelt kriege von hier vorne, sonst müsste ich dich bitten. Aber jetzt habe ich Sie erschlagen, das habe ich befürchtet. Bitte. Wenn ich Sie verstanden habe, wäre Israel, wenn
würde dann noch dem entgegenstehen? Die Linie der israelischen Regierung ist, das habe ich ja auch zitiert, das war ein Zitat von Netanyahu, gesagt hat, Israel betrachtet natürlich die Fatah als Verhandlungspartner bei allen Problemen, die es auch mit ihr gibt. Und Netanyahu hat ja deutlich gemacht, diesen Pakt akzeptieren wir nicht, wir können keine gemeinsame Regierung, gemeinsame palästinensische Regierung akzeptieren, der die Hamas angehört, die uns zerstören will. Alles andere ist auf einer Verhandlungsgrundlage zu erreichen. Jetzt können Sie natürlich einwenden, das hat ja bis jetzt auch nicht geklappt, das stimmt natürlich. Nur dazu dienten meine Ausführungen, wie sich das Westjordanland in den letzten Jahren entwickelt hat, seitdem das erste Mal ein Politiker dort, ein Premierminister, aktiv geworden ist, der zwar auch, zu dessen Rhetorik zwar auch anti-israelische Invektiven und Tiraden gehören, immer wieder kommt das vor, das gehört sozusagen zu dieser zur ideologischen Grundlage dazu, der aber trotzdem im positiven Sinne dieses Wortes ein Technokrat ist, der durchaus gelernt hat im Rahmen seiner Studien, was funktionierende staatliche Strukturen sein könnten. Und Sie haben es ja gehört, dass insbesondere Shimon Peres ihn geradezu euphorisch als den palästinensischen Ben-Gurion bezeichnet hat. Was bedeutet, wenn man das mal weiterführt, Israel traut Fayyad zu, Prozesse in Gang zu setzen oder Prozesse zu bewerkstelligen, wie sie Israel bei seiner Staatsgründung auch vollzogen hat. Ich gebe das zunächst mal nur so wieder, wie es dargestellt worden ist. Das heißt zum Beispiel, aus den ganzen Milizen vereinigte Streitkräfte zu machen, die terroristischen Gruppierungen im Westjordanland zu entwaffnen, das ist zumindest begonnen worden, und eben mit dem Aufbau staatlicher Strukturen zu beginnen, die durchaus anders sind, als man das bei gewöhnlichen Failed States beobachten kann. So, und wie gesagt, die entsprechenden Tiraden von Fayyad sind auch der israelischen Regierung nicht entgangen. Trotzdem ist das sozusagen ihr Partner gewesen, mit dem sie verhandelt haben und dem sie auch in gewisser Weise vertraut haben bei der Zusammenarbeit mit dem Ziel. Deswegen sagte ich auch, dass die Linie von Fayyad der von Netanyahu in gewisser Weise ähnelt, nämlich deswegen, weil eigentlich beide de facto davon ausgegangen sind, es muss ein Prozess an dessen Ende diese Staatsgründung steht und nicht am Anfang. So, und das, wie gesagt, die im Rahmen auch dieser Korruptionsbekämpfung, die da durchaus stattgefunden hat, dass das da nicht eben gepasst hat, gerade bei den wirklich tief verwurzelten Strukturen, die Fatah natürlich geschafft hat über die gesamten Jahrzehnte, dass es denen nicht gepasst hat, dass sie Fayyad erstmal nur geduldet haben, schon gesehen haben, das geht schon weiter, wir kommen sozusagen voran, aber er geht uns auch quasi an den eigenen Geldbeutel, er versucht unsere korrupten Strukturen aufzuweichen, das ist ihr natürlich nicht entgangen, und deswegen ist gerade dieses Bündnis zwischen Fatah und Hamas so fatal dafür, weil es genau diese Geschichten, die angefangen worden sind und die durchaus zu einem Ergebnis hätten führen können, mit dem eigentlich alle möglichen sein hätten leben können, also das steht durch diese jüngsten Entwicklungen definitiv in Frage und wird es insbesondere, sollte tatsächlich Ende September vor der UNO diese einseitige Staatsausrufung erfolgen. Ich muss dazu sagen, das ist der derzeitige Stand der Dinge. Wenn Sie jetzt Ende September die Zeitung lesen oder ins Internet gucken und sehen, das ist gar nicht passiert vor der UNO, das könnte durchaus sein, denn man weiß zum Beispiel, man kann einfach nicht sagen, wie sich die Hamas in der Situation verhalten wird. Bis jetzt trägt sie diese Entscheidung mit, aber ihr ist zuzutrauen, dass sie auch ein oder zwei Tage vorher sagt, wir machen das nicht mit der Staatsgründung, denn es hieße ja umgekehrt sozusagen auch, wenn man das macht, verzichtet man ja zumindest de facto auf einen Teil, auf den die Hamas Anspruch zu haben glaubt. Insofern halte ich das Ganze immer noch für einigermaßen unberechenbar, und es ist auch kaum möglich, zuverlässige Informationen dazu herauszufinden. Aber momentan ist, wie gesagt, der Plan A, das auszurufen, wahrscheinlich vor der Generalversammlung, nicht vom Sicherheitsrat. Und wahrscheinlich gibt es auch nach dem derzeitigen Stand der Dinge die Zweidrittelmehrheit. Ich bin kein Völkerrechtler, möchte es auch nicht sein, sage Ihnen trotzdem, es hat natürlich rechtlich keine bindende Wirkung in dem Sinne, als wenn die Generalversammlung zustimmt, mehrheitlich, mit Zweidrittelmehrheit, dass es einen palästinensischen Staat geben soll, hat das rechtlich gesehen zwar keine bindende Wirkung, aber gerade auf dieser diplomatischen Ebene oder auf der ideologischen Ebene wäre es ein großer Erfolg für die Palästinenser, weil damit natürlich, das hat Fayyad ja auch, das hatte ich am Anfang gesagt, weil Abbas damit wuchern könnte mit diesem Fund, weil er sagen könnte, jetzt haben wir sozusagen die Möglichkeit, Israel vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und so weiter und so fort. Und das ist die Gefahr, die darin besteht, dass quasi diese militärische Komponente um die ideologische
um die propagandistische, die ohnehin schon existiert, noch erweitert wird und noch, also das ist sozusagen ein Großteil der Strategie, die auf diese Delegitimierung Israels abzieht. Es ist nicht nur die militärische Komponente, sondern eben auch diese propagandistische. Und das ist definitiv ein Punkt, der mit der Staatsgründung in Verbindung steht. Eine ganz kurze Frage noch dazu, gleich anschließend. Ja. Fayyad hat also, weil er eine eigene kleine Partei gegründet hat, gar nichts damit zu tun, dass sich Hamas und Al-Fatah wieder zusammengetan haben. Fayyad hat meines Wissens an den Verhandlungen nicht teilgenommen. Er hat das offiziell begrüßt, weil man dazu sagen muss, Fayyad spricht, wie gesagt, für diese Partei des Dritten Weges, die, glaube ich, bei den letzten Wahlen 2,4% erreicht hat, also nicht so wahnsinnig viel, aber eine 5%-Hürde gibt es dort auch nicht. Er hat es offiziell begrüßt, wobei auch das zu den Dingen gehört, er konnte da im Grunde genommen auch fast nichts anderes sagen. Wartet aber im Grunde genommen täglich auf seine Ablösung, denn, wie gesagt, sowohl bei der Fatah als auch bei der Hamas, vor allem bei letzterer, ist er nicht besonders wohlgelitten. Er hat jetzt auch nochmal sich zu Wort gemeldet und gesagt, natürlich unterstützt er auch die einseitige Ausrufung des palästinensischen Staates. Ich möchte ihn da auch nicht als Wunderheiler hinstellen, sondern lediglich feststellen, es gibt auch in den palästinensischen Gebieten durchaus eine Kraft, die sich diesen korrupten Strukturen widersetzt und dann sowas wie an so einem konstruktiven Aufbau eines Staatswesens interessiert ist, die durchaus, also an der Bereitstellung von Strukturen interessiert ist, die durchaus anders aussehen als die, die es bis jetzt gegeben hat und die natürlich deutlich mehr Richtung Failed State deuten. Aber er hatte direkt mit diesem Vereinigungsprozess nichts zu tun, weil er auch keinem der beiden Organisationen angehört. War nur als Premierminister quasi gezwungen, dazu was zu sagen natürlich. Es gibt regelmäßige Umfragen natürlich in der israelischen Bevölkerung, da wird aber weniger danach gefragt, wie steht ihr zu diesen Staatsgründungsprozess, also zu diesem Fayyad, zu der Fayyad-Politik, sondern da wird eher danach gefragt, wie steht er grundsätzlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Es hat in den letzten Jahren, ich glaube seit Oslo 95 immer eine Mehrheit in Israel dafür gegeben. Die war mal ein bisschen größer, mal ein bisschen geringer. Geringer war sie zum Beispiel natürlich nach der zweiten Intifada oder während der zweiten Intifada und in unmittelbarem Anschluss, wo klar war, also da ist jetzt sozusagen eine Chance durch die Palästinenser verspielt worden, die wir gesehen haben. Da hat es auch eine Menge Israelis gegeben, die sich, sagen wir mal, enttäuscht von irgendwelchen Friedensorganisationen abgewandt haben. Also ich nenne an dieser Stelle gern den israelischen Historiker Jakob Lotzowik, einen brillanten, wunderbaren Mann, der auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, Israels Existenzkampf, erschienen hier im Hamburger Konkretliteraturverlag, auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu bekommen, der unter anderem in diesem Buch auch schildert, wie desillusioniert er war nach der zweiten Intifada, der vorher eher zu diesem Peace-Block gehört hat und inzwischen sagt, da bin ich desillusioniert worden, was diese durch die zweite Intifada, der trotzdem sagt, Israel müsse alles tun, um sozusagen den Palästinensern die Argumente aus der Hand zu nehmen, obwohl er auch weiß und das auch nicht verhehlt, was für fatale Folgen das haben kann. Ich sage das ganz einfach deswegen, weil Sie nach der Stimmung gefragt haben, momentan liegt die Zustimmung immer noch bei knapp 60% für eine Zwei-Staaten-Lösung, trotz dieser ganzen Geschichten, und für weitreichende Konzessionen an die Palästinenser. Und deswegen habe ich auch nicht ganz ohne Grund die Umfragewerte, die selten genug sind, aus den palästinensischen Gebieten zitiert. Die kriegen sie normalerweise nicht so ohne weiteres. Klar wird ja immer auch gefragt, wie repräsentativ sind die denn? Nur wenn ein durchaus angesehenes amerikanisches Institut in Verbindung mit einem palästinensischen Institut solche Zahlen erhebt, gut, man kann immer noch fragen, wie frei sind die in der Antwort gewesen. Ich kann Ihnen natürlich nicht die stochastischen Methoden sagen, mit denen da vorgegangen ist, so ein Experte bin ich dann auch wieder nicht, aber wenn man die Zahlen, wenn sie so stimmen, wie sie da bekannt gegeben worden sind, ist das schon dramatisch und fatal und spiegelt exakt das Gegenteil dessen wieder, was es in Israel an Stimmung gibt, trotz der Entwicklung, die für Israel ziemlich nachteilig ist. Bei aller Sympathie natürlich für den Sturz von Despoten, von Diktaturen, muss man sagen, dass es, wie ich glaube, ziemlich verständlich ist, dass man in Israel mit einer gewissen Skepsis natürlich auf diese Entwicklungen blickt, namentlich auf die in Ägypten. Selbstverständlich, und das muss auch deutlich gesagt werden, ist das, was unter Mubarak in Ägypten stattgefunden hatte, eine Autokratie gewesen, eine Diktatur gewesen, die für Israel letztlich in gewisser Weise zwar berechenbar war, aber auch unter Mubarak ist es nicht so gewesen, dass es keinen Antisemitismus gegeben hätte, ganz im Gegenteil. Sie haben recht, wie sich es momentan darstellt, ist es zum einen so, dass die derzeitige Übergangs- oder Militärregierung in gewisser Weise den Kurs von Mubarak fortführt. Ich möchte das an ein, zwei Beispielen deutlich machen, nämlich an dem jüngeren Ereignis, nämlich diesen Anschlägen im Süden Israels bei Eilat, die es kürzlich gegeben hat mit, ich glaube, 8 Toten und mehreren 100 Verletzten. Dort sind
die Täter, die Terroristen sind vom Sinai aus über die Grenze gekommen und haben diese Taten verübt. Sie sind auch wieder noch auf ägyptisches Gebiet geflohen, ohne dass die ägyptischen Sicherheitskräfte eingeschritten wären. Daraufhin hat sich die israelische Armee an die Verfolgung gemacht. Es sind nach unbestätigten Zahlen 3 bis 5 Grenzsoldaten dabei ums Leben gekommen. Eine israelische Untersuchung hat ergeben, die auch zusammen mit den Ägyptern erfolgte, dass die Schüsse, die abgegeben worden sind, durchaus von den Terroristen erfolgt sein könnten, also nicht zwangsläufig von der israelischen Armee abgegeben worden sein müssen. Die Folge davon war, dass es massive Demonstrationen in Ägypten gegeben hat, vor allen Dingen in Kairo tagelang vor der israelischen Botschaft, die übrigens gerade eingemauert wird, also durch eine Mauer abgetrennt wird vom umliegenden Gebiet. Es haben mehrere tausend Menschen daran teilgenommen. Dazu muss man wissen, dass die ägyptische Übergangsregierung eigentlich seit Monaten, seit der Räumung dieses Tahrir-Platzes, keine Demonstrationen mehr genehmigt hat in Ägypten. Aber diese Demonstrationen gegen Israel vor der israelischen Botschaft, bei der dann auch die israelische Fahne zunächst mit Feuerwerkskörpern beschossen worden ist, bevor dann der sogenannte Flagman da die 20 Stockwerke an der Wand hochgeklettert ist und hat diese Fahne entfernt und durch eine ägyptische ersetzt. Diese Demonstration ist nicht nur zugelassen worden, sondern nach Aussagen dieses Mannes, der da hochgeklettert ist, sogar tatkräftig befördert worden, was also zeigt zum einen, auch das ist nichts, was es nicht unter Mubarak auch schon gegeben hätte. Auf der einen Seite gibt es durchaus sowas wie eine Fortführung der Zusammenarbeit zwischen Israel und Ägypten, also gerade auf militärischer Ebene ist es so, dass die Übergangsregierung selbst sagt, wir wollen den Friedensvertrag nicht kündigen, wir wollen auch auf militärischer Ebene weiter mit Israel zusammenarbeiten, anders als die Türkei und Erdogan beispielsweise, das haben Sie ja genannt. Auf der anderen Seite ist genau dieser Antisemitismus, den es unter Mubarak auch schon gegeben hat, genau dieser Antisemitismus ist weiterhin, man kann nicht sagen virulent, ist eigentlich wirklich grassierend, auch in der Protestbewegung. Und indem sowas zugelassen wird, das ist auch der Versuch, sozusagen die Kritik abzuziehen, die es gegenüber der Regierung gibt und sozusagen so als ideologischer Kitt verwendet zu werden. Das ist das, was auch dahinter steckt. Ich würde davon ausgehen, dass beim Beispiel Ägypten zu bleiben, dass auch nach den Wahlen, die es in Ägypten geben wird, Parlaments- und Präsidentenwahlen, der Friedensvertrag nicht sofort gekündigt wird, wobei eine ziemlich große Zahl der Ägypter dafür ist, dass die diplomatischen Beziehungen mit Israel zu beenden. Das dürfte weiterhin offen sein, aber dass man angesichts dieser Entwicklung ziemlich besorgt auf die Prozesse da in der arabischen Welt blickt, liegt, glaube ich, nahe. Und das könnte man jetzt ausweiten auf die anderen Staaten, wobei Syrien sich nochmal anders darstellt, denn das ist zusammen mit dem Iran natürlich das schlimmste Regime, das es im Nahen Osten überhaupt gibt. Da sind selbst, sagen wir mal, konservative Kommentatoren in Israel, wie Caroline Glick, die ich sehr schätze, muss ich sagen, auch der Meinung, dass die Ablösung Assads durchaus eine Chance sein könnte für eine deutliche Verbesserung für Israel, zumindest kurz- und mittelfristig. Wie es langfristig aussieht, muss man abwarten. Sie schütteln auch schon die Hand, klar. Das weiß man nicht, weil sich die Frage immer stellt, welche Kräfte kommen dann eigentlich ans Ruder? Und, um es damit abzuschließen, natürlich sind in diesen Staaten überall auch die Islamisten, die vorher aus taktischen Erwägungen natürlich da klein gehalten worden sind, auf dem Vormarsch. In Ägypten ist es natürlich die Muslimbruderschaft, auch wenn die in sich zerstritten ist, die durchaus einen Einfluss gewonnen hat, was dann auch wiederum dazu geführt hat, dass die derzeitige ägyptische Regierung dann schon eher auf die Hamas setzt als auf die Fatah, die Grenzübergänge, wie gesagt, wenigstens stundenweise öffnet zum Gazastreifen und so weiter und so fort. Dass das Entwicklungen sind, über die in Israel nicht nur gelacht wird, kann man sich, glaube ich, vorstellen und finde ich auch verständlich. Aber wie gesagt, das jetzt nochmal intensiv auszuführen, wäre nochmal einen eigenen Vortrag wert. Dazu müsste man dann auch sagen, dass es gibt schon eine ziemliche Vielfalt an Widersprüchen auch dabei, denn die Hamas selbst, das vielleicht doch noch zu sagen, hat sich ja interessanterweise relativ zurückhaltend geäußert zu diesen Anschlägen in Südisrael. Hat sogar den islamischen Dschihad aufgefordert, macht mal langsam, Jungs, jetzt mal gerade nicht. Also sie waren nicht diejenigen, ausnahmsweise mal, die Raketen abgefeuert haben, beziehungsweise die israelischen Zivilisten angegriffen haben. Was daran liegt, dass die Hamas, die ihr Hauptquartier in Damaskus hat, in Syrien, derzeit vom Iran die finanziellen Mittel gekürzt bekommt, weil sie sich nicht offensiv für Assad ausgesprochen hat. Und die Mittelkürzung ist, die führen dann dazu, dass es ihr da gerade nicht so wirklich gut geht. Andererseits hat sie sich auch nicht geäußert, als in einer syrischen Stadt Assad, aus welchen Gründen auch immer, so ein Palästinenserlager platt machen lassen hat. Dazu hat ja Hamas auch nichts gesagt. Dafür aber die PLO, die gesagt hat, es ist ein Verbrechen an der Menschheit, was dort geschehen ist.
Also damit hat sie sich dann unter den Palästinensern auch keine Freude gemacht. Und diese ganzen Widersprüche und Verwirrung und Verquickung, die es da gibt, machen die Sache auch nicht wirklich simpler. Also so die eindeutige, stringente Lösung gibt es da vielleicht nicht. Aber natürlich Grund zur Skepsis, das ist, was ich damit sagen wollte. Und wie gesagt, mehr würde, glaube ich, jetzt den Rahmen wirklich sprengen, weil es natürlich nochmal Gegenstand eines eigenen Vortrags sein könnte, was aber auch eine gute Idee wäre. Ja, bitteschön. Die Frage war, was eigentlich aus der Roadmap geworden ist. Das ist so eine Frage, die immer beim... Also wenn die Roadmap im Fußballspieler würde, würde es jetzt hinten im Kicker stehen, was macht eigentlich die Roadmap? Die Roadmap macht eigentlich gerade gar nichts. Sie ist natürlich formal noch in Kraft. Und auch ein Abkommen, ein Prozess, auf den sich Israel beruft, auf dem sich namentlich Lieberman beruft und sagt, das ist mal vereinbart worden. Also politisch ist sie faktisch natürlich tot, muss man sagen. Offiziell aufgehoben worden ist sie nicht. Also die israelische Regierung begreift sie zwar nach wie vor als Prozess, der zum Frieden führen kann, offiziell zumindest, aber es wird nicht wirklich gefüllt und es ist auch nicht so, dass die israelische Regierung permanent daran erinnern würde, wie es mit ihr gerade aussieht. Also gelegentlich beruft sie sich darauf, immer dann, natürlich gerade wenn andere Pläne in den Vordergrund gerückt werden, das heißt, wozu verhandeln wir eigentlich, wenn die ganzen Abkommen, die ja noch offiziell in Kraft sind, dann doch nicht berücksichtigt werden. Dazu gehört natürlich auch die Roadmap. Ja. Aber wie gesagt, den Zustand würde ich als klinisch tot beschreiben. Also zum Punkt 1, mit dem bin ich eigentlich, glaube ich, relativ schnell fertig. Dazu haben Sie eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Dass dieses Bündnis keine Liebesheirat war, das liegt auf der Hand. Sie haben es ja gerade selbst beschrieben, was 2007 los war. Ne? Da sind Fatah-Kämpfer in Anführungszeichen von den Dächern geworfen worden. Und wenn man überlegt, dass etliche Fatah-Mitglieder im Sommer 2007 nach diesen Kämpfen da im Gazastreifen nach Israel geflohen sind und dass sie das, weil sie wussten, da werden sie besser behandelt als im Gazastreifen, spricht, glaube ich, Bände. Und natürlich steht das oder stand das permanent zwischen den beiden und tut es auch jetzt noch. Es ist natürlich klar, also beide und so rational ist sogar die Hamas, dass sie weiß, also sie weiß sozusagen diese Geschichten für sich zu nutzen. Wenn also ein solches Bündnis geschlossen wird, weiß ich schon, das ist ja das, was natürlich auch der Westen immer sagt, was es unbedingt geben müsse, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Konsequenzen das eigentlich hat. Ich würde aber nicht mal ausschließen, dass dieses Bündnis einen Tag vor der Sitzung der UNO-Generalversammlung auch aufgelöst wird. Also das ist der Hamas jederzeit zuzutrauen, wobei sie schon in dem Bündnis für sich, ich würde fast sagen, dass das Maximum eigentlich rausgeholt hat. Also die Forderungen bei diesen Bündnisgesprächen hat in erster Linie die Hamas gestellt. Die Fatah ist auch durchaus geschwächt aus dieser ganzen Sache rausgegangen. Aber die Option, dass das auch wieder zerfällt, besteht selbstverständlich. Und es ist wahrscheinlich eine Frage des Zeitpunkts, wobei, um damit auch zur zweiten Frage überzuleiten, es könnte natürlich sein, dass zumindest die Hamas das auch so sieht, also auf einer ganz kuriose Ebene, dass das eintritt, was Sie gerade gesagt haben. Wenn ein palästinensischer Staat ausgerufen wird, werden sich wahrscheinlich alle palästinensischen Kräfte sehr genau anschauen, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Denn die Hamas, das hat sie auch schon gesagt, befürchtet natürlich, dass in dem Moment, wo so ein Staat gegründet wird, dass faktisch ein Verzicht auf ihre Ansprüche auf, wie sie es immer nennen, ganz Palästina bedeutet. Da glaube ich allerdings, darf man nicht unterschätzen, was so ein diplomatischer Akt bedeutet. Man könnte zwar sagen, dass, wenn man ganz rational denkt, müsste man ja eigentlich sagen, na gut, wenn da was ausgerufen wird, dann heißt das aber auch für die palästinensische Seite, sie müsste sozusagen selbst gewisse Grenzen festlegen, muss sich selbst an gewisse Vorgaben halten, die damit in Verbindung stehen und so weiter und so fort. Faktisch wird sie es nicht müssen. Wenn man sich anguckt, wie diese UNO aufgestellt ist, wie die Generalversammlung funktioniert, die in ihrer überwiegenden Mehrheit natürlich aus Despotien, Autokratien, Diktaturen besteht, wo niemand darauf hingewiesen wird, dass es gewisse, sagen wir mal, demokratische oder humanistische Standards einzuhalten gilt, dann weiß man ziemlich gut, dass dieser Staatsgründung, sollte sie denn da ausgerufen werden, dass sie keine Folgen haben wird. Es wird keine Kräfte geben, die die Palästinenser dann daran erinnern, dass sie jetzt sozusagen damit auch gewisse Verpflichtungen eingehen. Sie wird gewisse finanzielle Einbußen hinzunehmen haben. Es wird sicherlich auch einige europäische Regierungen geben, die sagen, jetzt wo ihr das gemacht habt, müsst ihr aber auch dieses und jenes tun. Aber ich glaube, dass die palästinensische Seite sehr genau weiß, dass die unilaterale Ausrufung ihrer Staatsgründung vor der UNO ihr in erster Linie, ich sag mal, propagandistische Vorteile bietet, weil sie dann nämlich sagen werden, wir sind jetzt ein Staat, wir haben das ja hier ausgerufen, das ist auch von einer Zweidrittelmehrheit akzeptiert worden.
Und das bedeutet jetzt, dass wir als Staat offiziell besetzt sind. Also nicht nur als Gebiet, das also eine Autonomiebehörde bekommt, sondern wir sind als Staat jetzt offiziell besetzt. Und da ist jetzt die Weltgemeinschaft gefordert, etwas dagegen zu unternehmen. Nicht auszuschließen sogar, dass sich Abbas hinstellt und sagt, dann mach doch mit den Israelis das, was die NATO auch in Libyen gemacht hat beispielsweise. Also ganz gezielt diese Geschichten auszunutzen, was dann passiert im inneren Verhältnis zwischen Hamas und Fatah, wird man sehen müssen. Da ist ja noch der Gazastreifen, der ja eigentlich dazu gerechnet werden soll. Und das könnte durchaus die Hamas diktieren, wie die Sache dann fortgesetzt wird. Aber trotz irgendwelcher Aufforderungen seitens diverser europäischer Regierungen, vielleicht auch der USA, wird das keine verbindlichen Konsequenzen für die Palästinenser haben, sich an gewissen Standards zu orientieren, weil es auch ganz einfach, weil es auch andere Mitglieder dieser UNO-Generalversammlung einfach nicht müssen. Das ist ja nicht so, dass es dann nur Demokratien oder Ähnliches geben würde in der Generalversammlung, die sich ständig der Kritik ausgesetzt sehen an ihrer inneren Verfasstheit. Und der Sicherheitsrat, da würde es, wie gesagt, höchstwahrscheinlich ein Veto geben, dass es keine rechtliche Bindung gäbe, aber um es nochmal zu sagen, das Ganze findet auch in erster Linie auf der diplomatischen oder ich würde in dem Zusammenhang eher von propagandistischen Ebene sprechen. Da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da wirklich Konsequenzen drohen, also qua Ankündigen sozusagen Konsequenzen drohen, dass das auch ein Vorteil sein könnte. Aber im Gegenteil wird aller Wahrscheinlichkeit nach das passieren, was ich auch gesagt habe. Natürlich wird sich Israel in gewisser Weise dagegen zur Wehr setzen. Natürlich werden möglicherweise auch Geldgeber wie die EU oder die USA überlegen, inwieweit sie da noch Gelder reinschießen. Gerade weil ihre Forderung ja ist, ihr sollt das in Verhandlungen gründen und eben nicht unilateral. Und trotzdem wird der Effekt, dass da jetzt also ein Staat besetzt ist und diese Konsequenzen wird es geben. Und mit diesen Konsequenzen wird in erster Linie natürlich Israel konfrontiert sein und der Druck wird sich darauf erhöhen. Natürlich ist der Konflikt bereits internationalisiert, aber durch diesen demonstrativen, propagandistischen Akt kommt durchaus nochmal eine, also wird sich das Ganze auf qualitativer Ebene durchaus nochmal verschärfen. Das wäre zumindest meine Vermutung für das, was ich erwarte, was dieser Auftritt vor der UNO für Folgen haben wird. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine, also das ist auch nicht wirklich überraschend. Als rational denkender Mensch würde man ja vielleicht erwarten, naja, wenn da jetzt jemand sich hinstellt und gründet einen Staat, dann sagt er auch, wie der Staat genau aussehen soll. Das tun sie aber nicht. Abbas schreibt in der New York Times, auf Englisch wohlgemerkt, was von den Lines of 1967, oder hat er Borders geschrieben, müsste ich nachgucken. Ich glaube, er hat Borders geschrieben, auf 1967. Konkreter wird er damit nicht. Er sagt natürlich, Ost-Jerusalem wird dann auch unseres sein. Lässt das, ich würde sagen, bewusst offen, nicht um Verhandlungsmasse zu haben, sondern einfach, weil auch niemand danach fragt. Niemand fragt wirklich, wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor? Gerade weil dieser Begriff, auch das wäre fast einen eigenen Vortrag wert, dieser Begriff Grenzen von 67 schwebt auch immer schön durch die europäischen Medien. Und wenn man da mal konkret fragt, wie sollen die eigentlich aussehen, das sind Waffenstillstandslinien von 49, da gucken die meisten schon überrascht und sagen, ach was, das war doch Jahre vorher. Also und wie viele Leute wissen, dass das Westjordanland von Jordanien auch förmlich annektiert gewesen ist und so weiter und so fort. Das weiß keiner und insofern wird das bewusst offen gelassen, wie gesagt, nicht um Verhandlungsmasse zu haben, sondern um es bewusst im Unklaren zu lassen, um gegebenenfalls immer auch noch nachlegen zu können. Und Abbas wird auch nicht groß dazu gezwungen werden, das näher auszuführen. Mag schon sein, dass bei der Generalversammlung, bei der Sitzung der Generalversammlung jemand aufsteht und sagt, dann sag doch mal was konkret. Aber bei den israelisch-palästinensischen Verhandlungen haben die Israelis sich auch die Zähne daran ausgebissen, von der palästinensischen Seite konkrete und präzise Angaben zu haben, was wollt ihr, wie stellt ihr euch das vor, hat es nie gegeben. Es gab vielleicht mal leise Absichtserklärungen, aber mehr als Ost-Jerusalem und die Westbank gab es da eigentlich nicht. Und als es dann soweit war, ist in letzter Konsequenz wurde dann doch nicht nur der Rückzieher gemacht, sondern mit Terror geantwortet. Wie eben zuletzt bei der zweiten Intifada, vor der bekanntlich der weitestgehende Vorschlag von israelischer Seite überhaupt auf dem Tisch gelegen hat. Wenn man überlegt, weitestgehender Vorschlag führt eigentlich zu maximalem Terror. Das war ja die zweite Intifada, die mit den Selbstmordattentaten einherging, die ja noch jahrelang gedauert haben. Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass es eigentlich nichts gibt, was man anbieten kann, was akzeptiert würde. Es hat mal irgendjemand geschrieben, selbst wenn Israel nur das Stadtgebiet von Tel Aviv umfassen würde, wäre es Israels Feind immer noch zu groß, weil sie eben alles haben wollen. Dementsprechend ist es auch so, dass so wie Arafat früher auch auf Englisch das gesagt hat und auf Arabisch was völlig anderes, ist es bei der gegenwärtigen palästinensischen Führung, ist es letztlich nicht anders, zumindest was Mahmoud Abbas betrifft. Der spricht auf Englisch auch anders, als er auf Arabisch spricht oder eben schreibt. Und bei Fayyad ist es auch so, dass er eben einmal sagt,
die können bei uns alle Rechte haben, die sollen nachts auch in Ruhe schlafen können. Und da kommt es eben doch dazu, dass er Waren ins Feuer schmeißt, dass er irgendwelche Sommercamps besucht, die nach Selbstmordattentätern benannt sind, das Beispiel hatte ich vergessen zu erwähnen, dass er diese Rhetorik durchaus auch beherrscht, aber zumindest in der Zwischenzeit ein paar Fakten geschaffen haben, die, glaube ich, so schlecht nicht gewesen sind. Aber wie gesagt, ich glaube, dass also festnageln lassen wird sich die palästinensische Seite bei diesem Auftritt, wenn sie ihn dann haben, Ende September vor der Generalversammlung, festnageln werden sie sich nicht lassen. Da bin ich ziemlich sicher. Bevor ich mich bei Ihnen als Publikum bedanke, möchte ich mich recht herzlich bei Alex Feuerherd bedanken und auch bei der jüdischen Gemeinde, dass wir diese Räume heute nutzen können. Alex, du hast eine Steilvorlage geliefert. Du hast gesagt mehrmals, das wäre ein eigener Vortrag wert. Für mich ist das die Steilvorlage, Sie einzuladen. Kommen Sie zu den nächsten Veranstaltungen, tragen Sie sich in die Listen dort ein oder fahren Sie mit uns gemeinsam zum Israel-Kongress, der in Frankfurt stattfindet. Auch da finden Sie Informationen da hinten. Und als Dank für diesen schönen Vortrag eine Flasche Recanati aus Israel. Wird eigentlich für den japanischen Markt produziert und ich hoffe, das freut mich. Vielen Dank und guten Abend. Was meinst du denn dazu, dass jetzt auch viele Staaten dagegen vielleicht sind, weil sie glauben, dass sonst auch ihre Gebiete unabhängig werden, weil in Kosovo war das ja auch so, dass viele dagegen... Das könnte hier, ich habe mich nicht im Einzelnen darum gekümmert, wer da wie abstimmen wird. Das wird auch wird interessant sein zu sehen, ich bei denke, der Liste... Viele sagen dann auch, ja, wenn die Palästinenser den eigenen Staat auch haben, dann machen die Basten... Das kann schon sein. Das kann schon sein. Wobei sich die Palästinenser umgekehrt auch darauf berufen. Ne? Ja, das wird man ganz sehen. Kurze Anekdote zum Thema, ja? Westbank. Ich habe einen jungen Palästinenser mal in Israel gefragt, ob er sich mit einem palästinensischen Staat innerhalb der Westbank zufrieden geben, ja, würde. Sagt er, ja, selbstverständlich. Mhm. War ich erstmal etwas überrascht und dann fragte ich nochmal nach, wie er sich das vorstellt. Er sagt, der Westbank ist doch ganz klar, das ist alles, was bis zum Mittelmeer geht. Genau, was zum Mittelmeer geht. Ja. Genau. Schönen Abend noch. Danke. Ja, ich komme gerade runter, sonst möchte ich so über Ihnen stehen. Ja. Mit keinem Wort haben Sie den Siedlungsbau erwähnt. Das war auch nicht das Thema jetzt dabei, das habe ich aber meinen eigenen Vortrag gemacht. Aber das kommt natürlich so ein bisschen in die Atmosphäre. Mhm. Jedenfalls die westliche Presse, die wir hier haben, die stellt es immer so als große Eigenmächtigkeit und so weiter dar. Mhm. Die Wahrheit darüber kann ich einfach nicht feststellen, es sei denn, ich würde mich an Sie direkt wenden oder an die israelische Botschaft wenden, muss man nicht mal sagen. Wie ist die Situation? Ich kann Ihnen sicher sagen, dass es, das hängt mit den Siedlungen nur insoweit zusammen, als selbst deren komplette Rückführung nicht bedeuten würde, dass Israel als jüdischer Staat anerkannt wird. Also es gibt es hat mehrmals das Angebot gegeben, von Barak zum Beispiel 2000, Camp David, wo er gesagt hat, wir machen das einfach folgendermaßen. Die größten Siedlungen, da leben über 80% der Siedler, nahe der grünen Grenze, gemeinden wir ein, also schließen wir sozusagen ins israelische Kernland ein. Die restlichen Siedlungen werden geräumt und da das ja ein Landgewinn für Israel bedeuten würde, bekommen die Palästinenser im Gegenzug ein Stück israelisches Land, für ihren Staat. So. Und dieser Vorschlag ist abgelehnt worden. Also die Siedlungen habe ich auch deswegen, hätte ich durchaus auch erwähnen können oder Sie hätten die Frage auch stellen können, sind eigentlich mehr ein Vehikel in der ganzen Angelegenheit als wirklich ein ernsthafter Verhandlungsstandpunkt, denn das ist schon mehrfach angeboten worden, sie abzubauen. Und es ist, sagen wir mal so, es ist oft einfach so ein Ding, auf das sich die palästinensische Seite auch zurückzieht, indem sie sagt, ihr wollt die Siedlung ja gar nicht räumen, was so nicht stimmt. Ihr wollt sie ja gar nicht räumen. Und solange das nicht passiert, müssen wir ja auch nichts vorschlagen. So, aber der Vorschlag lag auf dem Tisch. Und das Problem ist, nachdem es vorgeschlagen worden ist, waren sie ja sozusagen gezwungen, Farbe zu bekennen. Ne? Barak hat gesagt, Teil kommt bei uns rein, ihr kriegt einen territorialen Austausch, dann ist das Problem erledigt. Das hätte bedeutet, jetzt haben wir wirklich zwei Staaten. Und das ist auch die einzige Grundlage, die realistisch ist. Denn, ich weiß nicht, waren Sie in Israel schon? Ja. Gucken Sie sich Städte wie Male Adumim an, da wohnen 40.000 Menschen, das sind keine Siedlungen, das sind Städte. Natürlich kann man die nicht evakuieren, das ist vollkommen klar. Also es ginge nur sozusagen über diesen Tausch. Das hätte aber bedeutet zu sagen, okay, dann akzeptieren wir das und machen wir das mal. Ne? Da wäre die Zwei-Staaten-Theorie ja da gewesen. Genau. Und das lag auf dem Tisch und das hat es nicht gegeben. So, und deswegen, haben Sie es nicht erkannt? Arafat hat gesagt, das lag ja auf dem Tisch. Arafat hat, die Israelis haben gesagt, so, das ist jetzt unser Plan. Wir bauen, es waren weit über 80% der Siedler, wie gesagt, ziehen wir nach Israel.
gelten das ganze territorial ab. Ihr müsst nur Ja sagen. Auch Ost-Jerusalem war ja auch mit da drin. Dann habt ihr euren Staat. Also was wollt ihr noch? Und mehr geht nicht. Das ist vollkommen klar. Politik ist immer Diplomatie. Nie bekommt eine Seite 100%. Die Israelis nicht, die Palästinenser auch nicht. Und Arafat gesagt, nee. Und daraufhin kam die zweite Intifada. Und die war nicht spontan, wie es hier gerne dargestellt wurde, sondern die war natürlich geplant. Es ist ja nicht so, dass da jemand mal einfach sagt, hurra, jetzt sind wir da, sondern das war sozusagen die Alternative, nachdem Arafat klar geworden ist, das ist das Maximum, was es geben kann. Das haben sie abgelehnt. Deswegen, das war, was ich schon kurz von Losowik auch erzählte, der auch sagte, er war immer dafür, die Siedlungen zurückzugehen, also die Siedlungen abzubauen oder eben einzugemeinen und einen territorialen Ausgleich zu schaffen. Dachte, wenn sie das abgelehnt haben, hat ihm nochmal gezeigt, es geht gar nicht um die Siedlungen, es geht auch nicht um einen palästinensischen Staat, sondern es geht darum, um keinen israelischen Staat. Okay. Deswegen bin ich da auch nicht groß drauf eingegangen.